So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Ich bin momentan so am überlegen, ob ich es vielleicht doch schaffe, früher oder später mal die Folgen so auf eine halbe Stunde zu erhöhen, je nachdem wie ich halt mit den anderen Projekten auch vorankomme. Während der letzten Drehs haben ja meine anderen Projekte sehr gelitten und das will ich auch nicht. Ich will auf jeden Fall genug schaffen, damit alle Projekte vorangetrieben werden. Aber ja, ich will natürlich auch hier eine halbe Stunde, weil es ist einfach eine 20 Minuten in diesem Dragon's Dogma ist zu kurz, um da wirklich mal voranzukommen. Und jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns kurz mal wieder auf die Goblins da vorne. Shit, oh shit, Moment. Ausdauer. Wir haben keine Fische mitgenommen. Bin ich dumm? Ich hab nichts für die Ausdauer mitgenommen, Freunde. Schön bei mir, Junge. Sehr gut, Leute. Nehmt das Zeug mit. Oh, ich habe keine Nahrung mitgenommen. Also keine, die uns... Also wir haben ja 20.000 Fische. I shall restore your health. Hold on. Ist das hier Lager oder was? This looks interesting. Das ist natürlich ein Leichtsinnsfehler, Freunde, der mir eigentlich nicht passieren darf. Was haben wir hier? Wunderlicher Wein gehört einst einem Waldschrat, wird zur Herstellung von Heilmitteln und anderen Dingen verwendet. Können mit Grünlattich kombinieren, mit Riffblüte und mit Dornenblume. Der scheint richtig was zu können, Freunde, der wunderliche Wein. Nice. Da schau einer an. Okay, Freunde. Wenn ihr soweit seid, bin ich auch soweit. Aber das ist wirklich... Aber da gibt es kein Zurück. Da müssen wir jetzt durch. Jetzt sind wir schon zu weit vorangeschritten. Zeig mir mal kurz die Karte. Wie weit sind wir? Naja, gut. Wir nähern uns. Wo? Sind wir noch auf dem Weg? Shit.
Vollidiot. Ist das hier eine Ab... Okay, wir sind falsch abgebogen. Ein Waldschrat? Kommt. Lassen wir den Waldschrat da, wo er hingehört. Im Wald. Laut mal die Kirche im Dorf jetzt hier. Das Bloody Human. Oh shit, da komm her. Oh shit. Okay, der ist down. Wo ist der andere? Ist auch down, okay. Anytime. Müssen anscheinend doch dem Weg hier folgen. Vorsicht. Komm her. Oh, Freunde, auf was haben wir uns da eingelassen? Auf was für eine Fahrt haben wir uns da eingelassen? Oder soll ich es lieber eine Farce nennen? Das ist schon wirklich sehr verrückt. Wir müssen auch schauen, wann wir denn uns mal um den DLC kümmern. Das führt doch in die völlig falsche Richtung, Freunde. Das ist doch gar nicht dahin, wo wir wollen. Ach, ein Hobgoblin ist ein Waldschrat. Boah, Alter, Scheiße, wo kommt der denn her? Shit. Ich muss wegen meiner Ausdauer aufpassen. Na, kommt. Wenn ihr Bock zu kämpfen habt, dann lasst den Priester in Ruhe. Alter Schwede. Alter Schwede. Diese Mages. Wenn die erstmal ein gewisses Level erreichen, gell, dann ist hier wirklich, also dann ist Schicht im Schacht. Das ist so krank. Ist das noch der Weg hier? Nee. Gibt's überhaupt einen richtigen Weg dahin? Weil das führt uns doch wieder nirgendwo hin. Das führt doch garantiert in eine Sackgasse. Oder soll ich da jetzt querfeld einmarschieren mit dem Typen? Wer bist du denn? Hallo. Alden. Witzig, das ist einer von diesen Rift-Leuten. Was? Was wurde aktualisiert?
Irgendwas stand gerade da. Es stand gerade irgendwie da, Auftragsprotokoll wurde aktualisiert. Schau, Freunde, da brauche ich nicht lang gehen. Ich gehe querfeldein. Wir versuchen es querfeldein. Warum sind die denn schon wieder gespawnt, Digga? Wir gehen jetzt einfach den Pfad, soweit wie er uns führt, und dann gehen wir querfeldein. Die sind auch schon wieder... Oh nee, es ist lang. Es ist so ein bisschen langweilig. Freunde. Easy. Immer mehr. Ja, ist gut. Ich habe jetzt echt keine Zeit für dich, Digga. Oh, shit. Jetzt sind wir am Ende des Ganzen angekommen. Wenn wir uns an der Küste entlang bewegen, haben wir vielleicht blutige Gestade. Gestade ist ja Wasser, also von daher. Halten wir uns an der Küste. Vorsicht! Warum zum Geier bringst du uns hierher, Priester? Welche Stimme, welche Selbstmordstimme hat dir gesagt, dass du hierher musst? Ich würde am liebsten meine Lampen ausmachen, aber dann sehen wir gar nichts mehr. Shit.
Dann tötet ihn doch endlich mal, er läuft da rum. Die haben mal ein paar mehr Chiefs, Freunde. In unserem kleinen Abenteuer hier. Auf jeden Fall die Goblin-Population massiv nachlassen. Mind the edge, Master. Even you wouldn't survive. Was? We nearly arrived? Es ist aber eine äußerst optimistische Einstellung, Andromache. Eine äußerst optimistische Einstellung. Nicht, dass es sie schlecht finde. Ich finde es gut, wenn wir positiv denken. Aber nearly arrived ist schon sehr weit hergeholt. So, fallt er ja nicht runter, Freunde. Und nimmt den Südlanddost mit. This looks interesting. There's not to see here. Let's press on. Ich habe gar kein Gutes. Bei dem Spiel habe ich so einen richtigen Kropf im Hals, wenn ich so weit irgendwo in der Pampa rumlaufe. Hier läuft doch sicher eine Chimäre oder irgendwas anderes. Auftragsprotokoll, was für Auftragsprotokoll, Digga. Jetzt bearbeiten wir ein bisschen seinen Schädel, oder? Was ist los? Genau das meinte ich so. Du läufst irgendwo rum und auf einmal kommt so ein Viech daher. Oh, in Gothic bleiben sie wenigstens tot, wenn man sie einmal besiegt hat, aber die kommen ja wieder. Ich weiß bei den Großen nicht, ob sie wiederkommen. Sind wir alle da? Okay, jetzt sind wir tatsächlich fast da. Der Weg querfeldein war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Achso, man sollte nicht am Rand der Klippe rumlaufen, danke. Für wen hältst du mich? So, jetzt ist die Frage, kommen wir da runter? Das ist anscheinend der richtige Weg. Du willst dort runter. Kannst du nicht springen? So. Okay, das scheint tatsächlich der offizielle Pfad nach unten zu sein. Suchermedaillon. Ah, da wäre ein offizieller. Ja, man hätte auch den Pfad nehmen können, Freunde. Man hätte auch da entlang gehen können. Aber das wäre langweilig gewesen. Gut. Und jetzt hier entlang. Freunde, bevor wir... Können wir uns sammeln? Sind wir alle da? Bevor wir die blutige Gestade betreten, verabschiede ich mich für heute. Da vorne ist auch noch ein Lager.
I'll go at once. Wo ich mir nicht zu 100% sicher bin, was uns dort erwartet. Und dann haben wir Vision oder Torheit erfüllt. Ja, man kann wirklich nur spekulieren, was noch auf uns zukommt, Freunde. Ich hoffe, dass die Folgen mal länger werden. Ihr werdet es dann bemerken. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Abenteuer in Dragon's Dogma. Und ja, wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.